Herzlich willkommen zurück zu Per Aspera. Ich bin die Miri und willkommen in einer neuen Ära auf dem Mars, der Ära der Marsianischen Republik. Möge sie lange bestehen, denn in der letzten Folge haben wir uns von der ISA losgesagt. Nachdem die uns ja abschalten wollten, ist es uns gelungen, mit Hilfe der Techies diese Abschaltung zu umgehen und uns von der ISA zu befreien, woraufhin die Kolonien die Republik ausgerufen haben. Wir sind jetzt verbündet mit den Techies, die haben in gewisser Weise den Platz der ISA eingenommen. Was das für Konsequenzen haben wird, das werden wir sicherlich noch erleben. Bisher haben die Techies noch keine Forderungen an uns gestellt, aber das kann natürlich sich jederzeit ändern. Die ISA ist verständlicherweise nicht sonderlich erbaut über unseren Entschluss, nennt das Ganze einen Akt der Rebellion und des Verrats und hat bereits Rache geschworen, möchte auf jeden Fall unsere Republik wieder zerstören. Weshalb wir nun wiederum uns dazu genötigt fühlen, unsere Verteidigung zu verbessern. Nian Zen hat ein planetares Verteidigungsnetzwerk vorgeschlagen. Das könnten wir hier über unsere Spezialprojekte bauen, sobald der Weltraumlift fertig ist. Das ist er aber noch nicht. Wir haben jetzt 6 von 12 Starts geschafft. Ich habe noch einen zweiten Weltraumhafen hinzugefügt, damit die Sache etwas schneller vonstatten geht. Aber das heißt noch etwas abwarten. Ich hoffe mal, dass ein Weltraumlift mehr als ein Projekt gleichzeitig verwalten kann. Denn ich hätte hier so einiges, was ich gerne darüber laufen lassen würde. Wird man sehen, ob das so ist. Ich habe noch nie mit einem Weltraumlift gespielt oder gearbeitet oder generell. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Müssen wir einfach abwarten. Könnte natürlich auch sein, dass wir mehr als einen Weltraumlift bauen müssen. Dann haben wir ein bisschen mehr Arbeit vor uns. Wir haben generell sehr viel zu tun jetzt, denn außerdem haben wir in der letzten Folge auch die 4. Phase des Terraformings abgeschlossen. Eine sehr ereignisreiche Folge war das. Jetzt sind wir in Phase 5, atembare Atmosphäre, und auch wenn die ISA hier nichts mehr zu sagen hat, bleibt das Terraforming natürlich unser Hauptziel, denn wir wollen für unsere Republik auf jeden Fall die bestmöglichsten Bedingungen schaffen. Also auch hier haben wir neue Aufgaben, die auf uns warten. Außerdem habe ich noch ein paar andere Sachen entdeckt, die wir mal tun sollten. Ist eine recht lange Liste zusammengekommen, also an Aufgaben mangelt es uns auf keinen Fall. Lasst uns anfangen. Ich werde jetzt mal so Stück für Stück durchgehen, was wir tun wollen. Und ich fange mal mit dem Terraforming an. Gehen wir mal in diese Übersicht rein, da sieht man immer ganz gut, was man zu tun hat. Außerdem sehen wir auch, dass die letzte Phase ziemlich lange gedauert hat. Man sieht ja immer hier unten, wie lange, also wie viele Jahre vergangen sind. Wenn man das mit den anderen Phasen vergleicht, gut, die waren vielleicht auch nicht ganz so schwierig zu erreichen. Die erste Phase zum Beispiel ging von Jahr 4 bis 9, das waren 5 Jahre. Die zweite Phase, die Aufbauphase, ging dann schon ungefähr 12 Jahre. Danach die Ökopoese, das waren ja 15 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Und die grüne Mars-Phase dauerte jetzt 19 Jahre, fast 20 Jahre waren wir damit beschäftigt. Oha, so lange kam mir das gar nicht vor. Wahrscheinlich habe ich einfach sehr viel Zeit in der Beschleunigung verbracht. Gut, jetzt die Phase atembare Atmosphäre. Dazu brauchen wir einen Dipol-Magnetschild. Der dient dazu, den Mars vor der gefährlichen Sonnenstrahlung zu schützen. Denn die Sonne gibt ja nicht nur Licht, sondern auch jede Menge radioaktives Material zum Beispiel ab. Das Leben nun eher nicht begünstigt. Unsere Erde hat ein natürliches Magnetfeld. Sowas hat der Mars leider nicht. Deshalb müssen wir es künstlich erzeugen. Und wenn ich hier schon 0 von 15 sehe, können wir davon ausgehen, dass es eine etwas längere Geschichte wird. Wahrscheinlich wieder so ein orbitales Projekt, das wir aber auch erst erforschen müssen. Also das geht jetzt nicht sofort los. Aufgabe Nummer 2 ist, die Atmosphäre auszubalancieren. Das bedeutet im Klartext, dass wir den CO2-Gehalt unter 5% drücken müssen und den Sauerstoffgehalt unter 30% halten. Beim Sauerstoff sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Wir sind ja nicht mal bei 30% angekommen. Wir haben jetzt 19%. Klar, wir müssen das weiter im Blick behalten. Wir kennen das. Immer schön genug Stickstoff importieren. Dann sollte das was werden. Nicht ganz so gut sieht es beim CO2 aus. Das liegt bei 41%. Da haben wir also noch einiges vor uns. Allerdings glaube ich, dass das vor allem eine Frage der Zeit ist. Denn solange die Pflanzen sich hier weiter ausbreiten, wandeln wir ja auch CO2 in Sauerstoff um. Solange wir noch Wasser haben, das mit Cyanobakterien gefüllt werden kann, wird auch hier weiter CO2 in O2 umgewandelt. Das heißt, wir haben auch noch einige Quellen, um das CO2 loszuwerden. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass sich das fast von alleine regulieren wird. Wir müssen wahrscheinlich viel mehr darauf achten, dass der Sauerstoffgehalt dann nicht zu sehr ansteigt. Wenn wir hier noch einiges an Pflanzen hinzubekommen, könnte es irgendwann doch vielleicht ein bisschen viel werden.
Insofern wäre es vielleicht eine clevere Idee, wenn wir schon mal ein Sauerstoffgewinnungswerk bauen würden. Das würde ja O2 aus der Atmosphäre wieder rausholen. Ich weiß nicht, wie schnell das arbeitet, aber es könnte eine gute Idee sein. Jetzt überlege ich gerade, wo stellen wir es hin. Also entweder wir nehmen diesen Standort sozusagen, wo ich gerade was abgerissen habe. Ja, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis es abgeholt wird. Oder ich suche mir einen anderen. Ja, ich glaube, ich würde es dann dahin stellen, wo das Aluminiumwerk jetzt steht. Weil wir würden hier eh die Straßenverbindung verlieren. Deshalb bauen wir es dann dahin. Und das ist im Grunde alles, was wir für diese Phase erreichen sollen. Das reicht ja eigentlich auch schon. Also die Atmosphäre auszugleichen und den Magnetschild zu starten, das wird uns schon noch eine Weile beschäftigen. Aber ja, es klingt absolut machbar. Ich persönlich strebe auf jeden Fall an, eine erdähnliche Atmosphäre zu erzeugen. Also ungefähr 1000 Millibar Druck mit 21-22% Sauerstoff. Das ist, glaube ich, der Anteil, den wir haben. Also ungefähr 70% Stickstoff noch dazu. Es müsste ungefähr hinkommen. Selbst wenn wir 25% Sauerstoff am Ende haben, wäre es mir erdähnlich genug. Also das wäre mir irgendwie wichtig persönlich. Außerdem würde ich persönlich mich darüber freuen, wenn wir es schaffen würden, den gesamten Planeten mit Wasser und Pflanzen zu bedecken. Das ist natürlich auch noch ein ordentliches Stück Arbeit. Also es gibt ja noch einiges an Flutzone. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es in letzter Zeit langsamer gestiegen ist. Vielleicht ist es aber auch nur eine Fehleinschätzung, weil ich in letzter Zeit nicht so schnell gespielt habe. Ich kann es auch leider nicht so richtig überprüfen. Wir haben leider keine richtige Statistik über den Wasserstand, außer das hier. Und gut, das sieht ein bisschen so aus, als wäre es hier abgeflacht. Vielleicht ist der Effekt von dem letzten Eisasteroiden aufgebraucht oder vielleicht liegt es auch daran, ich bin mir nicht sicher, ob das mit simuliert wird, aber es könnte ja sein, dass hier auch die Wasseraufbereitungsanlagen ihren Anteil haben, weil die entnehmen ja Wasser. Weil letztlich müsste es auch irgendwie wieder im Meer landen, logischerweise. Also das weiß ich aber nicht, ob das hier wirklich einen Einfluss hat. Wenn es mit simuliert wird, wäre das natürlich tatsächlich was, worauf man achten muss, dass man dann wieder genug Eis importiert oder so irgendwas. Wir sind auch schon ein bisschen aktiv geworden, um hier mehr Pflanzen zu bekommen. Ich habe ja beim letzten Mal hier noch eine Biokuppel hingestellt. Da habe ich auch lange gezögert, ob ich die überhaupt hier hinstelle, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass uns der Sauerstoff zu schnell ansteigt. Aber jetzt habe ich mich doch dazu entschieden, weil der Standort einfach zu gut dafür ist. Er kann nämlich nördlich und südlich von der Straße damit Pflanzen verbreiten, die sich hier sonst nicht ausbreiten würden, weil sie hier irgendwie blockiert werden an dieser Stelle. Außerdem sehe ich eine gute Chance, dass sich irgendwann diese beiden grünen Gebiete verbinden würden und dann würde es sich sogar hier in SA7 schon gut ausbreiten. Es gibt natürlich auch noch ein paar weitere interessante Grünflächen, also hier in SA8 zum Beispiel, später hier oben müsste man natürlich irgendwann erstmal rankommen, aber es gibt auf jeden Fall noch Grünflächen, die gefüllt werden können. Leider auch hier, wo wir ziemlich viel gebaut haben, da müsste man glatt überlegen, ob man das nochmal umbaut sozusagen. Außerdem, das war doch hier alles mal tropisch. Das war doch schon wieder tropisch geworden. Anscheinend ist die Temperatur wieder ein bisschen gestiegen. Na gut, das kann natürlich sein. Wir sind jetzt hier am kältesten Punkt. Wenn es jetzt wieder wärmer wird, vielleicht liegt es daran. Wir hatten ja das Problem, dass wir zu viel Treibhausgase importiert hatten und dadurch die Temperatur zu hoch gestiegen ist. Deswegen verlieren wir diese tropischen Gebiete hier. Aber vielleicht ist das was, was jetzt auch jahreszeitlich ein bisschen schwankt. Das wäre ja noch okay. Da wir keine Treibhausgase mehr importieren, müsste es sich eigentlich auch allmählich dann wieder in die gewünschte Richtung entwickeln. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass wir uns hier unseren Spielplatz, unseren Spielstand zerschossen haben. Das wäre nicht ganz so schön. Sollte das nicht reichen? Diese Bemühungen mit den Pflanzen für unser CO2, gibt es noch eine weitere Möglichkeit hier über den Biomaterialcontainer, den wir noch erforschen müssten. Der würde nämlich Pflanzen entfernen und vergraben und dann würden neue Pflanzen an der Stelle wachsen, wodurch ja wieder neuer Sauerstoff entstehen würde, denn das ist kein permanenter Zuwachs, sondern jedes Mal, wenn ein neuer Baum wächst, wird quasi einmal CO2 in O2 umgewandelt. So ist, glaube ich, die Umwandlung. Genau. So, das ist weg. Dann kommt jetzt hier das Sauerstoffgewinnungswerk hin. Keine Ahnung, wie schnell das funktioniert, wie viel der auf einmal rausholt, aber wir werden es beobachten. Falls wir es nicht brauchen sollten, können wir es abschalten. Wenn wir mehr brauchen, bauen wir mehr. Neue Kolonisten sind gerade im Anflug. Da frage ich mich jetzt natürlich direkt, sind das jetzt Kolonisten von den Techies oder kommen die noch aus der Oxy-UN? Aber gut, erstmal ruft Commander Valentine an. Hi, Amy. Do you hear what I hear? Was denn? I don't hear anything. Exactly. That's the sound of peace. No attacks, no enemies.
Just life settling back in. I could get used to this. Thanks for making it possible. Ja, gern geschehen. Ich hoffe mal, der Frieden hält an. Anyway, let's get back on track with the mission, shall we? Na sicher. We've got water and plant life now, but we've got to shield the planet to reduce the full effect of the sun on the Martian atmosphere. Ja, das ist genau das, was ich gerade eben erklärt habe mit dem Magnetschild. Fortunately, it's been about 4 billion years since Mars lost its magnetic field. So we need to figure out how to get one back. Ja, was können wir denn machen? Die Notwendigkeit eines aktiven Dynamos hervorheben oder eine alte Terraforming-Idee vorschlagen? We'd need an active dynamo to support a magnetic field. Our engineers have been working on something that'll work without that. Oh. It's called an artificial space magnetosphere. Sounds super sci-fi, doesn't it? Ja, klingt gut. It's basically an airtight cylinder that'll be placed between Mars and the Sun. Its hull will be covered with enough solar panels to generate a magnetic field. Shall I proceed with that? Sure, let's give it a try. If you can set the project into motion on the tech tree, I'll get our researchers on it. Fingers crossed that this is it. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir hier unser Magnetschild erreichen könnten. Sie hat auch gerade noch ein weiteres Thema angekratzt, und zwar das Thema Sicherheit. Sie fühlt sich gerade sehr wohl und sehr sicher, das freut mich natürlich sehr. Aber ich habe ein bisschen Zweifel, dass es so bleibt. Zum einen durch die Bedrohung durch die ISA, das Thema hatten wir ja schon. Aber das zweite ist, dass ich seit unserer Verschmelzung mit den Techies nichts mehr von Carmine gehört habe. Und das finde ich ein bisschen beunruhigend. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ob Carmine einfach verschwunden ist? Ich habe meine Zweifel, ehrlich gesagt. Denn wir hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, mit Carmine zu verschmelzen während der Abschaltung. Und dann hätten wir unsere alte Basis verlassen. Das stand da extra so. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie noch eine feindliche Basis geben muss, zu der wir dann hingegangen wären. Die muss irgendwo sein in einem Bereich, den wir noch nicht kennen. Ich würde auf SA-8 oder SA-11 tippen, weil da am meisten Platz ist. Kann natürlich auch SA-2 oder 3 sein, aber da ist halt der Großteil überflutet. Deswegen würde ich jetzt mal auf 8 oder 11 tippen. Es kann also durchaus passieren, dass wir nochmal angegriffen werden und deshalb müssen wir uns unbedingt darauf vorbereiten. Wir erforschen ja auch gerade noch den hochentwickelten Drohnenstock, um da sicher zu gehen. 7 Monate dauert das Sache noch. Ich glaube, ich werde das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Und wenn das dann soweit ist, werde ich mich hier nochmal um das Thema Verteidigung kümmern, vor allen Dingen hier in SA-7, denn der ist besonders bedroht, denn egal in welchem Sektor Carmine wäre, falls es noch existiert, es wäre auf jeden Fall in einem dieser Sektoren. Übrigens hat sich für mich auch eine weitere Frage geklärt. Ich bin nämlich mal hier in die Wissensdatenbank gegangen. Ich hatte mich ja gefragt, ob unser dunkler Zwilling eigentlich ein Unterschied ist zu Carmine, und ich glaube nicht. Denn es gibt hier zu jedem Charakter im Spiel sozusagen eine, oder zu jeder Organisation gibt es Informationen. Und bei Carmine, der hier seltsamerweise Carmine geschrieben wird und danach wieder Carmine, was auch immer die richtige Bezeichnung ist, ist übrigens AC Army 1. Wir sind AC Army 2. Da kommt erstmal die ganze Geschichte über Carmine und die Notabschaltung, das kennen wir schon. Aber hier steht, doch ein Teil von Carmines Code hat überlebt und die Kontrolle über die unbewusste Seite von Amys Quantengehirn übernommen. Seitdem schmiedet sie unter falscher Identität der Kinder von Carmine ein Komplott gegen die laufende Mars-Mission. Und das ist es, Leute. Das ist die Information, die ich gebraucht habe. Also war unser dunkler Zwilling in der Tat der alte Carmine-Code. Hätten wir das auch mal geklärt. Weiteres Thema, das Thema Eis. Ich habe es, glaube ich, eben schon mal angesprochen. Das nimmt deutlich ab, weil unsere mögliche Produktion sehr unter dem möglichen Bedarf liegt. Das wird natürlich auch immer weiter so gehen, weil unsere Minen eine nach der anderen leer werden wird. Selbst wenn ich das jetzt hier priorisiere, ich versuche natürlich immer so viel wie möglich rauszuholen, ihr kennt das. Aber irgendwann sind diese Eisvorkommen halt auch einfach mal leer. Das heißt, wir müssen allmählich wirklich umstellen. Wir haben es zum Teil schon gemacht, aber jetzt wird es langsam wirklich Zeit. Wir haben 2 Möglichkeiten, um diese Bilanz auszugleichen. Die eine ist weniger Verbraucher, die andere ist mehr Produktion. Mehr Produktion durch weitere Eisbohrer ist nicht möglich, nur durch Gefrierwerke. Das könnte man natürlich nochmal machen. Überlege nur, wo jetzt der beste Ort dafür wäre. Oh, Commander Valentine ruft nochmal an. Hi Amy, Sonna here. I've got great news. Ach ja, was denn? We've completed stage 4 of the terraforming plan. Congratulations! Ja, guten Morgen.
Wir haben doch gerade schon über den Magnetschild gesprochen. Sie ist, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Vielleicht wird das alles ein bisschen viel mit der neuen Verantwortung hier. Indeed. Oxygen levels are above 120 millibars. We finally did it. Absolutely. And we're on the final stage of terraforming now. We've achieved good pressure and temperature levels. This last stage is critical for making the air breathable for humans. But we have to be careful and monitor the oxygen levels while we do that. High oxygen levels means high flammability risk. The last thing we need is for our bases to burst into flames. Das ist All richtig. It would take is one spark and poof. Ja, nach dem Brandrisiko fragen, der Aussage zustimmen. Ja, also das wissen wir ja alles. Roger. Oxygen levels below 30% at all times. Oxygen isn't flammable per se, but in the presence of a spark or energy source, it could ignite everything around it. To do that, you'll need a buffer gas. Nitrogen will work well here. We'll extract whatever nitrogen we can find in the soil. We might even need to import some. Keep that in mind. Ja, Stickstoff im Boden, Stickstoff importieren, das wissen wir doch alles. Nitrogen in the soil? Nitrogen is trapped in the form of nitrites below the surface and in special reservoirs. Extracting the nitrogen requires a large amount of energy. Or you could just aerobrake a nitrogen-rich asteroid into the atmosphere. Either plan is good. You make the call. Let's get going then. On to the final stage. Wir sind eigentlich schon voll dabei, liebe Sonne. Okay, also ich habe mich jetzt gerade fast ein bisschen gemansplained gefühlt von ihr. Okay, also hier ist gerade leider eine Siliziummine leer geworden und wenn die weg ist, verlieren wir hier schon wieder eine Straßenverbindung. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das hier irgendwie gelöst kriegen. Vielleicht könnte man mit der Energie hier nochmal was machen. Hier irgendwie eine Solarfarm dazwischen stellen. So. Dann könnte man vielleicht die hier entfernen dafür. Weil, also, ich würde es jetzt gerne so, ich würde tatsächlich langsam unsere ganze Basis etwas umbauen, so Stück für Stück, nicht alles auf einmal, ne, um die Sache ein bisschen zu optimieren. Vor allem dahingehend, dass die Pflanzgebiete möglichst frei von Gebäuden sind. Wir werden das nicht komplett schaffen können, weil manche Ressourcen sind einfach auch wichtig, aber so Stück für Stück würde ich es gerne ändern. Aber ich war gerade beim Thema Eis. Eis ist wichtig. Wir brauchen das für unsere Kolonien, für die Nahrung. Und da können wir leider nicht viel machen. Also wir können ja nicht einfach die Nahrungsmittelfabriken entfernen, weil wir bräuchten eigentlich schon wieder mehr, wie ihr hier seht. Er sagt schon wieder drei mehr. Also da an dem Ende können wir nicht sparen, aber wir könnten vielleicht eine andere Sache machen. Oh, das hier geht gerade unter. Schlecht. Wir brauchen eine neue Werft. Wir könnten diese hochentwickelte Kolonie abschalten. Da sind 500 Leute drin. Der verbraucht 10 Eis pro 54 Sol offenbar. Ich werde die jetzt einfach mal hier ausschalten. Die 500 Leute können gerne in die Zeltstadt hier rüber umziehen. Das ist sowieso viel schöner hier. Jetzt haben wir halt nur noch 5550 Plätze statt 6000 noch was. Hat er nicht 6000 eben angezeigt? Oder nee? Oh Leute, der Forschungsaußenposten hier oben steht ja endlich. Hoffentlich schaffen die Boote das regelmäßig, das zu versorgen. Das braucht natürlich eine hohe Priorität. Sehr cool. Es ist halt leider sehr, sehr weit weg von den Häfen. Und jetzt ist auch noch gerade das nächste Problem aufgetaucht. Die Schiffswerft ist abgesoffen. Wir brauchen eine neue. Ich werde mal hier eine zwischenstellen. Und es kann natürlich sein, dass uns dieser Hafen demnächst flöten gibt. Aber da haben wir ja noch Ersatz durch diesen Hafen. So, sobald das hier alles leer ist, werden wir das Ding abreißen. Also das ist eine Möglichkeit, um den Verbrauch zu senken. Aktuell ist die Produktion leider auch unter dem. Also wir verlieren auch gerade noch mehr Eis. Warum sagt er eigentlich, dass wir hier so viel Chemikalien verlieren? Wir produzieren doch mehr und wir können auch viel mehr produzieren als notwendig. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Das hier werde ich auf jeden Fall entfernen. Diese Chemiemine, Chemiefabrik ist auch leer. Jetzt gehen hier wieder einige Sachen flöten, das ist okay. Also im Moment ist die einzige Eisquelle, die wir sonst noch haben, die Gefrierwerke. Da war ich. Deswegen habe ich auch hier noch meine Wasserpumpe hingestellt, weil dieser Eisbohrer wird bald weg sein. Und damit wir hier nochmal was haben,
würde ich hier ein Gefrierwerk hinstellen. Wir brauchen sicherlich auch noch mal eins mehr. Hier haben wir halt recht viel Eis, deswegen ist es hier jetzt noch nicht notwendig. Aber irgendwo, wo wir nicht so viel haben, hier zum Beispiel haben wir kaum Eis. Funktioniert aber trotzdem mit 100%. Aber ich habe hier auch eigentlich kein Wasser. Ach so, wartet mal, wir können das hier sowieso jetzt zurückbauen. Wartet mal, wie ist denn hier die Wasserverbreitung sozusagen? Man könnte hier vielleicht noch mal ein bisschen Eisgefrierwerk bauen. Oder vielleicht hier in der Nähe von dieser Nahrungsmittelfabrik noch mal. Das ist bestimmt eine gute Idee. Noch haben wir ein bisschen Wasser über. Ansonsten die einzigen Verbraucher, die ich noch loswerden könnte, wären halt irgendwelche Forschungsaußenposten. Ich meine, manche stehen in der Flutzone, die kommen eh weg. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, wer in der Flutzone steht. Der hier übrigens, der scheint auch gerade abzusaufen. Kriegen wir das irgendwie besser hin? Oh, also erstmal kam das hier weg. Das ist schon mal sehr erfreulich. Da ist ja auch nicht mehr so viel. Das ist auch, ja, bald leer. Ich werde jetzt erstmal das hier abreißen. Wahrscheinlich brauchen wir nochmal eine Wartungsanlage da hinten. Also ganz ohne geht's nicht. Aber die muss auf jeden Fall schon mal weg. Um das Nahrungsproblem noch in den Griff zu bekommen, können wir natürlich weitere Kraterfarmen bauen. Wir brauchen halt auch immer Wasser. Ich überlege gerade, könnte man hier vielleicht den Krater nutzen? Achso, hier haben wir ja, wir haben hier kein Wasserversorgungsnetz. Das war immer das Problem. Ist aber nicht so, dass man das nicht regeln könnte. Also ich sehe auch hier, mittlerweile ist das Wasser hier auch schon sehr nah rangekommen. Ich würde behaupten, wir könnten hier sogar einen Hafen hinstellen. Das müsste gehen. Und der steht sogar nicht mal mehr in der Flutzone. Das ist perfekt. Wäre mit Energie versorgt? Achso, naja, nicht wirklich. Was ist denn hier schon wieder das Problem? Ah, die Windkraft natürlich. Kann ich irgendwo noch ein Wärmekraftwerk finden? Vielleicht diesmal an Land, ausnahmsweise? Hier wäre eins, aber ist das Flutzone? Nee. Leider ist die Wartungsanlage im Weg. Aber das können wir ja auch anders regeln. Wir werden das jetzt mal hier entfernen. Diese Wartungsanlage wird auch neu arrangiert. Und der hochentwickelte Drohnenstock ist fertig. Sehr gut. Womit legen wir jetzt los? Die offene Farm wäre durchaus auch nochmal eine schöne Sache, um an andere Nahrungsquellen zu kommen. Damit könnten wir Nahrungsmittelfabriken vermutlich loswerden. Braucht 10% Bodenfeuchtigkeit offenbar und jede Menge Wasser. Aber es wäre schon sehr reizvoll. Allerdings, man müsste es halt erstmal 75.000 Forschung hier insgesamt investieren. Und wir wollten auf jeden Fall den Dipol-Magnetschild haben. Vielleicht fange ich damit aber auch erstmal an, ja. Erstmal das, weil das scheint ein größeres Projekt zu sein. Das würde ich gerne erstmal angehen. Und ich glaube sogar, dass wir hier diese Sauerstofffabriken nicht brauchen. Ich werde das mal entfernen. Also wir werden auf keinen Fall mehr Sauerstoff brauchen. Das hier können wir schon mal entfernen. Ich würde sogar behaupten, dass wir auch das hier entfernen können. Weg damit. Sag mal, wandert ihr jetzt mal bitte hier ab? Hauptsache, sie reisen nicht ab vom Mars, aber ja. Okay, lassen wir das mit dem Wasser vielleicht erstmal. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier die Wasserpumpe steht und so weiter. Thema Verteidigung. Wir haben ja gerade den hochentwickelten Drohnenstock erforscht. Der ist nochmal besser als der hier. Ich würde jetzt mal diesen erstmal aufwerten. Ich will einfach mal gucken, was dann passiert damit. Sollte das hier mal zuerst machen. Mehr Drohnen haben wir deswegen natürlich noch nicht. Das Thema kennen wir ja schon. Wir könnten 6.500 haben. Sind wir weit von entfernt. Wie weit kommen wir denn hier unten schon? Wir haben übrigens mittlerweile über 52% des Planeten erforscht. Das ist schon fast komplett rum sozusagen. Wenn alles erforscht ist, könnte man ja auch die Scanner entfernen. Irgendwann. Die brauchen nämlich auch gar nicht so wenig Strom. Also es gibt noch viele Optimierungsmöglichkeiten für uns. So, diese Schiffswerft steht. Der Hafen hier hinten steht auch. Das ist natürlich jetzt die Frage, bekommt er seine Schiffe irgendwo her? Würde das von hier hinten aus funktionieren? Nee. Also die sind nicht miteinander verbunden, deshalb funktioniert das nicht. Dann brauchen wir tatsächlich eine eigene Schiffswerft hier hinten. Das ist leider in der Flutzone. Na, den scheine ich nicht aus der Flutzone rauszukriegen. Ja, gut, dann bauen wir ihn halt erstmal in die Flutzone. Dann ist das jetzt so. Wobei es, ja, wäre hier hinten wahrscheinlich besser. Ich glaube, das liegt noch mal ein bisschen höher als das andere.
Hier, direkt daneben. Ist jetzt auch süß mit diesem kleinen Krater. Hier war ja der Curiosity Rover, falls ihr euch erinnert. Haben wir vor ewigen Zeiten mal erforscht. Und von hier aus würde es jetzt gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon wirklich durchkämen mit den Schiffen. Vielleicht. Das scheint bisher noch hauptsächlich Fluss zu sein. Hier wäre nochmal ein Nitratvorkommen übrigens. Achso, dann weiter abreißen hier hinten. Und wir sollten auf jeden Fall ein Lager hier in der Nähe von diesem Hafen haben. Wir kennen das Thema ja schon. Das wird sonst leicht problematisch für uns. Also, hier der... Das hier hin. Forschungsaußenposten Utopia Marsianin Stancia. UTP 45251, der Sicherheitsoffizier Severian Wolf. Ist das, das russische Ding, was wir da eben angeschlossen haben? Die Oxy-UN-Kolonien haben für alles ein Protokoll, von der genauen Nahrungsproduktion bis hin zur Kommunikationssicherheit. Alles ist genau vorgeschrieben. Aber die Crew der Utopia hatte andere Ansätze für die gleichen Probleme und löste sie spontan, sobald sie auftraten. Wir haben sogar herausgefunden, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Mission das Heizsystem ausfiel. Und was taten sie? Sie nutzten den Atomgenerator eines ihrer ATVs, um die Station warm zu halten. Unglaublich. Okay, das muss der da oben gewesen sein. Schätze ich mal. Ja, das war der hier. Sehr schön. Der ist immer noch mit dem Bau hier oben beschäftigt. Das dauert wirklich alles viel zu lange. Als nächstes hätte ich natürlich gerne hier auch noch mal was. Ach so, wartet mal. Wenn der hier oben absäuft, dann muss ich hier unten natürlich auch noch mal gucken. Oh ja, der Hafen steht auch schon ziemlich weit im Wasser. Da werden wir auf jeden Fall den Hafen schon mal ein bisschen zurückversetzen. Und die Schiffswerft sinnigerweise auch. Ist aber ganz schön eng hier. Alles so. Schiffswerft können wir auch direkt abreißen. Den Hafen reißen wir ab, sobald der andere steht. Ihr kennt das Prozedere. Wir wollen ja hier nicht den Zugang zu unseren Produktionen verlieren. Na, diese Chemiemine ist jetzt mittlerweile auch erschöpft. Damit haben wir hier unten für diese Nahrungsmittelfabrik keine Chemiefabrik mehr, die direkt in der Nähe ist. Na gut, diese hier noch. Das ist auch noch ein kleines bisschen. Klar, man könnte natürlich auch hier nochmal einen Hafen hinbauen und dann diese letzten Vorkommen hier rausnehmen, aber wozu? Achso, ich wollte hier ein Wärmekraftwerk, genau. Das richten wir mal ein. This will be the greatest engineering project in history. A majestic finale to the terraforming of Mars. The creation of a magnetosphere. Ja, richtig poetisch, was sie hier von sich gibt. Ich überlege gerade. Ich baue jetzt hier mal die Wartungsanlage hin, damit ist das alles hier im Umkreis versorgt. Wir haben hier den Strom. Grundsätzlich müsste dadurch diese Solarfarm sogar überflüssig sein. Dann kommt die weg. Wie gesagt, ich versuche hier so schlank wie möglich zu bauen. Und wie es hier weitergeht auf dem Mars mit unserem Terraforming und all den Umbauten, das werden wir in den nächsten Folgen erleben. Ich freue mich schon. Bis dann, macht's gut, eure Miri.